Ich weiß gar nicht, muss man eigentlich für die Kette. Oh Gott, oh Leute, wie krass das ist. Ja. Ich weiß gar nicht, ob es da Ulti-Ketten gibt. Lass uns mal kurz schnell nachschauen. Ultra. Ach nee, Ultimate, oder? Ultimate. Was ist das denn für ein Shit? Nee, hier ist wieder alles Mögliche drin. Ultimate Diamond Attack Necklace. Wait, gibt's die doch? You can get up to 5% PvE und 150 additional damage. Okay, das wollte ich eigentlich gar nicht gespoilt haben. Gespoilt wissen. Ist ja egal. Wir upen das Ding mal noch schnell. Moons, 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 Moons. Ich sehe keine Moons. Da sind Moons. Zum Glück habe ich auch noch haufenweise Dinger hier. Nein. Oh, auf Life. Plus 5 haben wir sogar schon, okay. Ich muss sagen, ich bin echt happy, dass ich jetzt nicht ewig lang diesem Ding hinterherlaufe. Weil das sind Fly natürlich auch mal so ein Ding. Man, also teilweise braucht man wieder ewig, bis man mir mal irgendwas kriegt. Was wir jetzt bekommen. Achievement unlocked. Ja, toll. Moonstones und Dinger hier. Okay, gut, das war's wert, okay. Waren, glaube ich, 20 Tries oder so mehr. Bin ich mal gespannt. Plus 10, angenehm. Plus 11. Ich meine, 2% PvE-Schaden macht natürlich schon relativ viel aus. Denn das sind effektiv Flat-Out halt mehr Damage. Attack skaliert natürlich erstmal mit was anderem noch und so. Aber ja, PvE-Schaden ist halt wirklich schon ziemlich strong. Na komm. Plus 12, okay, immerhin. Na komm. Plus 13, ja. Ich gehe ein bisschen zu langsam voran aktuell. Boah, sind 100 Tries gleich. Das ist nicht toll. Das ist echt nicht geil. Plus 14, okay. Mann, okay, also plus 16 oder so wird nichts mit raus. Uff. Testen ganz kurz den Damage-Unterschied. Also, Pet ist unsichtbar. 580k. Lol. Okay. 586k. Gibt es dieses komische Mob hier? Glaub nicht, oder? Nee. Wurde entfernt, okay. Okay, das ist jetzt wieder. Ich überlege gerade, eigentlich kann ich den Rest doch für den A-Protect ausgeben, oder? Ist ja effektiv egal, weil wofür soll ich sonst ausgeben? Jetzt wieder eine Fliege auf dem Bildschirm, Mann. Oh, ich hab's erwischt. So, 140 Tries nochmal. Jetzt muss ich aber knallen, oder? So, einmal, zweimal, dreimal. Und weiter geht's. Also plus 16, plus 17 würde ich mir schon wünschen. Ah ja, genau, ich weiß gerade auch nicht genau, ob diese anderen Dinger hier, die, wo sind die Dinger? Ach Gott, ich sehe es nicht. Hier die Dinger, diese Self-Upgrade-Scrolls. Ob die auch für Ulti funktionieren? Wenn die nämlich nicht funktionieren für Ulti, dann könnte ich die alle hier verballern.
Das ist halt echt die ganz große Frage. Weil sonst, also, ja, wenn es die halt nicht funktioniert, dann wäre es absolut shit einfach. Oh, das 15, nice. Plus 16. Warte, was, die funktioniert nicht für Ulti? Gut, dann werden wir jetzt erstmal durchstarten. Ja gut, dann Kette plus 20 incoming. Beziehungsweise wir können trotzdem ein paar noch aufheben. Wir verabmen jetzt einfach alles bis auf ein paar. Weil ich meine, die A-Protect brauchen wir nicht mehr. War jetzt wieder rausgeschmissenes Geld und so, ja, I know. Hätte man vielleicht vorfragen sollen. Oh Mann. Aber geht halt echt gut voran irgendwie. Kommt der Sprung plus 20 dann? Besser geht halt effektiv nicht. Und ich meine, wartet mal ab, wie gleich der Schaden steigen wird. Allein dieser Additional Damage, der skaliert halt einfach zu krass. Passt genau. Wait. Habe ich nicht gerade eins verwendet dafür? Ich habe es einfach wieder. Okay. Plus 18. 90 Bonusschaden. Heißt das 150 Schaden bringen gleich? Bin ich mal gespannt. What? Ernsthaft? Klingt nach Fake News. LOL. The fuck? Okay, also das ist halt wieder absolut... Ich weiß es nicht. Also manchmal sind die Sachen gebalanced, das... kann ich nachvollziehen. 594 Damage. Okay, was war mal vor? Jetzt haben wir 14 kein Damage mehr. Das ist krass. So, jetzt gehe ich mal noch ganz kurz mit euch immer rein in das Cave. Im Aufsatz 36 Minuten. Bisschen lang, aber ist okay. Und ich, Idiot, habe nicht mehr Dinge an hier. Scheiße. Oh, es hat mir nochmal so viel gegeben. Droprate vor allen Dingen und Stats und Attack. Ah, fuck. Ich, Idiot, ich... Nee, oder bin ich ein Idiot? Nee, warte mal, ich bin mir nicht sicher, ob ich ein Idiot bin. Nee, ja, Ich hätte halt Ulti, den Schmuck auf Ulti machen können, schon. Was cool gewesen wäre. Naja. Wie viel Schaden macht sie hier? Oh Gott, immer so wenig. Wollt jemand immer noch so viel Schaden? Ich dachte, mich können sie einfach alle wegrotzen wie nichts. Zwei Millionen mit meinem Skill. Holy shit. Na komm. Sind das auch Range? Ach ne, haben auch Range. Aha. Okay, das ist uncool. Geiltrops hier sind halt okay. Alter. Ja, okay, aber ich glaube, wir können hier schon echt ziemlich gut farmen irgendwie. Also nicht farmen, aber halt. Ja, Dungeon farmen gewissermaßen. Mein Killbonus, glaube ich, läuft mir relativ gut aktuell. Eins von drei Bossen weg, okay. Na komm. Na, jetzt ist es in der Wand oder wie? Jetzt geht doch raus, Mann. Och, ernsthaft? Nein, wie... What the fuck? Oh, ihr macht auch so viel Schaden. Ich weiß nicht, ich habe irgendwie die 1 Million Schaden diesen Durchlauf so viel schneller geknackt als damals mit dem Blade irgendwie. Mit dem Blade hat es einfach ewig gedauert, obwohl halt Blade ist. $700k. Ich kann halt einfach auch ohne AOE durchlaufen. Ja, okay. Also das läuft halt irgendwie, ja, das läuft halt echt gut irgendwie.
Sterben die Viecher? Wow, ernsthaft? Das ist ja dumm. Sie überleben halt wirklich so mit einem halben Hit einfach. Ich hasse es. Achso, jetzt sehe ich gerade nicht, wie viele Mobs ich noch brauche. Das Kerl, okay. Aber die sind Melee, oder? Das, warte mal, das heißt, ich kann einfach die alle hier mal zusammenziehen. Holy fuck. Macht mehr Schaden als gedacht. Da 1 Million AOE-Schaden. Ja, das ist auch so ein bisschen Range irgendwie. Ja. Ja, lol. Die gehen halt wirklich weg wie nichts. Irgendein Frosch muss noch killen. Ah, okay, von mir aus. Und noch ein paar mehr Mobs, merke ich gerade. Wait, zählen diese Alberts eigentlich auch dazu? Wenn ich welche rauskriege hier. Da ist ein Frosch. Wäre halt lustig, wenn die Alberts auch dazu zählen würden. Ach, jetzt kriege ich so einen scheiß Frosch. Brauch doch jetzt nicht mehr, Mann. Fuck, ich hab ein Ding vergessen. Warte mal, kommt der noch? Ne, der kommt noch. Die Hitbox hier drin ist auch wieder so mies einfach. Ich weiß ja nicht, warum das nicht gefixt wird, so. Ich glaube, ich muss einfach nochmal irgendwie 500 Bugs Report schreiben, damit das gefixt wird. Ich habe doch den Mid-Boss verpasst. Wo ist denn der? Da hinten oder was? Wait. Nee, das glaube ich ganz am Anfang. Also relativ am Anfang, glaube ich, war doch der, oder? Wait. Da ist er genau. 36 Millionen HP, okay, das ist halt nicht so wenig, aber das kriegen wir schnell weg. 1,2 Millionen Damage, obwohl wir auf fast pur STA sind. Holy fuck. Okay, der Schaden eskaliert einfach jetzt komplett. Holy shit. Ja gut, also nach der Logik müsste man einfach effektiv nur noch hier farmen. Also einfach halt Mobs killen und so. Und ja, das war jetzt alles ein bisschen ineffizient, was wir gerade gemacht haben. Aber das allgemein bleibt so im Gleichen irgendwie. Ja. Kann man halt machen. Ah, komm. Oh, die kleinen Mücken, die regen mich so auf. Warum spawnt ihr wieder nach? Es ist so nervig. Als ob hier einfach jemand so einen Mückenspawner im Zimmer reingesetzt hat. Oder vor meiner Balkontür oder so. Warte mal, kann ich die einfach irgendwie einsammeln hier und dann alle weg damit oder wie? 30 Millionen HP, okay, ist unangenehm. War gar nicht mal so unangenehm, merke ich gerade. Das geht sogar ziemlich gut. Jetzt kriege ich die alle. Perfekt. Ja, das ist einfach das Leben. Das läuft einfach gut. Alter. Ist halt einfach auch krank, oder? Das ist doch einfach brutal. Ich meine, wir können noch ein paar Mobs killen und so.
effektiv macht es eigentlich keinen Unterschied. Also halt 1% Droprate ist es halt auch nicht wert, da irgendwie große Zeit zu investieren. Ich brauche noch eine Speed-Scroll oder so, glaube ich. Wobei, wir haben ja auch schon wieder ziemlich gut Speed. Na komm. Mann, diese Hitboxen. Ey, wer hat denn diesen Dungeon gemacht? Hab ich gerade einen Eingang verpasst? Da ist der Eingang, ja, genau. Ja, ich weiß es nicht, wer diesen Dungeon gemacht hat, aber ich meine, Dungeon selbst ist so cool designed, aber diese Headboxen sind einfach so lieblos platziert, das ist unfassbar. Ja, 1,2 Millionen. Ich meine, man muss auch bedenken, wir haben ja noch nicht mal einen Grilled Eel oder so an. Was HP und Power-Ups hier anbelangt und in unserer Stattung, sind wir ja komplett lost. Das sind wirklich komplett lost. Schau mal auf die HP, das ist doch krank. 9, 8, 6, 4, 2, 0. Gold Key, nice. Super Abprotect, ich weiß, ich habe nicht drauf geschaut, leider, sorry. 8 Minuten haben wir gebraucht, relativ lang eigentlich, mehr als ich dachte. Wo sind unsere Super Abprotekte? Hier, 253 momentan. Achso, sammle einfach das Ampli nicht ein, ist okay. Wieder nichts, perfekt. Also wenn ihr noch hier für das Super Abprotect, das ganze andere ist halt, ja, nice to have, aber braucht man eigentlich nicht. Amplis haben wir ja sowieso massenhaft. Können wir mal nachschauen, was da drin ist, oder? Ja, gut, ich meine, ist halt nett. Aber wirklich, Welt verändern ist es auch wieder nicht. Okay, in dem Sinne, danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal.